Kennst du das auch? Wenn man so lange und so genau an diesem oder jenem Werk gezeichnet und gemalt hat, das muss jetzt einfach gut sein und gut werden. Und wenn es dann nicht gut wird, fragt man sich, wie denn das sein kann? Man hat doch so viel Zeit und Herzblut reingesteckt. Was da schiefgelaufen sein könnte und was sonst noch für Zeitfallen lauern, das beleuchten wir in diesem Video und schauen uns verschiedene Aspekte des Faktors Zeit an, der einen großen Einfluss auf dein Schaffen, deine Werke, deren Wirkung und Erfolg hat. Das Malen und Zeichnen sind nicht nur ein Ausdruck von Kreativität, sondern auch ein Spiel mit der Zeit. Bedeutet also gutes Zeitmanagement automatisch auch bessere Kunst? Ja und nein. Denn Zeit spielt nicht nur beim Machen eine Rolle, sondern auch davor, danach und außerhalb. Die Welt ist ja durchgetaktet. Ganz vieles läuft auf Effizienz. Der Arbeitsalltag wird in Minuten und Stunden abgerechnet. Familie und Freizeit haben auch Priorität und niemand schaut den eigenen Ölbildern beim Trocknen zu. Darum ist auch in der Kunst der Faktor Zeit ein kostbares Gut, das wir mit Bedacht nutzen sollten. Von der schnellen Skizze bis zur geduldigen Detailarbeit. Jede Phase des kreativen Prozesses hat ihren eigenen Wert, einen eigenen Zeitwert. Indem wir die Bedeutung von Zeit in der Kunst erkennen und respektieren, können wir nicht nur unsere Fähigkeiten verbessern, sondern auch ein tieferes Verständnis für die eigene Entwicklung und den eigenen Prozess aufbauen. Das kommt schlussendlich unseren Werken und unserem Publikum zugute. Fangen wir mit dem ersten Zeitfaktor an, und das ist die 20-80-Regel. Die 20-80-Regel, auch bekannt als das Pareto-Prinzip, besagt, dass ca. 20% unserer Bemühungen ca. 80% der Ergebnisse erzielen. Dieses Prinzip kommt aus der Wirtschaft, wonach sich, wie gesagt, 80% aller Aufgaben mit einem Aufwand von rund nur 20% erledigen lassen. Klar, da geht es um Effizienz und harte Zahlen, aber dennoch ist dieses Prinzip auch für das Kunstschaffen überraschend gut anzuwenden. Ich merke das immer wieder im Grafikdesign und der Illustration. Klar, es sind beides keine Kunstbereiche, aber dennoch visuelle Themen und zum Teil auch Kunsthandwerk. Wo in der Planung und in der inhaltlichen als auch visuellen Konzeption, also den 20% Aufwand, der Grundstein für den besagten 80% Erfolg gelegt wird. Die Ausführung, Gestaltung, Umsetzung und Produktion braucht dann die 80% der Zeit, ist aber für den Erfolg nicht unbedingt matchentscheidend, weil austauschbar. Oder auch für meinen YouTube-Kanal hier, ca. 20 bis 30 meiner Videos sind für ca. 80% der Reichweite und des Erfolgs verantwortlich. Es ist tatsächlich so. Aber die Regel ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, sie kann auch 10, 80 oder 50, 90 verstanden werden. Aber es ist immer ein deutlich kleinerer Teil, der für viel Erfolg sorgt. In der Kunst bedeutet dies, dass ein Großteil des sichtbaren Erfolgs eines Kunstwerks oft aus einem relativ kleinen Teil des gesamten Arbeitsaufwands resultiert. Zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, können die ersten groben Skizzen und die grundlegende Komposition eines Gemäldes, einer Zeichnung, bereits den Großteil der Wirkung ausmachen, während die detaillierte und langwierige Ausarbeitung nur einen kleineren, wenn auch wichtigen Teil zur Wirkung beiträgt. Okay, jetzt werden vielleicht einige sagen und widersprechen, das stimmt so nicht, weil c'est le ton qui fait la musique, ja? Der Ton, der das Spiel macht, ja, die Musik macht. Ja, aber die Komposition, die 20%, definiert ja den Ton. Und wenn die Komposition versagt, hilft alles Spielen nicht. Denn viel und fleißige Arbeit heißt nicht automatisch, dass das Werk auch 100% gut wird. Darum, suche dir zum Beispiel die 5 oder 10 deiner Meinung nach besten deiner Bilder heraus, optimal aus der gleichen Serie oder nach gleichem Inhalt oder Umsetzungsart, und überprüfe, was sie erfolgreich macht, beziehungsweise warum sie deiner Meinung nach besser sind als die anderen aus der gleichen Serie. Und ich meine nicht inhaltlich, also nicht, weil Lieblingsmensch, Lieblingstier oder Lieblingslandschaft drauf ist, sondern vom Aufbau, Komposition, Farbwahl, Ausführung, Dynamik her und so weiter. Und schaue dann, welche dieser Komponenten hauptverantwortlich ist für die Bildwirkung und wie viel Zeit dieser im gesamten Schaffenskontext gebraucht hat. So hast du einen Kompass, um deine Zeit für ein erfolgreiches Bild besser zu nutzen und dich
auf die wesentlichen Elemente deiner Arbeit zu konzentrieren. Du lernst dabei erfolgreiche Aspekte einer gewissen Komposition öfter und bewusster zu gebrauchen, ohne dich in Perfektionismus zu verlieren oder dich in x Variationen zu verzetteln. Das erlaubt dir, falls gewünscht, schneller Bilder zu erschaffen, um zum Beispiel deinen Stil oder Prozess effizienter voranzubringen oder mehr Bilder für mehr Verkäufe zu kreieren. Und damit sind wir beim zweiten Zeitfaktor, Schnelligkeit und/oder Detailarbeit. Die Geschwindigkeit beim Arbeiten ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ermöglicht schnelles Arbeiten eine große Produktion, was besonders für Kunstschaffende, die auf dem Markt erfolgreich sein wollen, von Vorteil sein kann. Denn ein hoher Output kann zu mehr Verkäufen und einer größeren Präsenz führen. Siehe Beispiel Picasso. Er wurde 91 Jahre alt, war nicht nur qualitativ gut, sehr gut, sondern auch sehr fleißig. Circa 40.000 Werke, von der kleinen Skizze bis zum großen Bild, hat er geschaffen. Zum Vergleich, wenn man 90 Jahre lang jeden Tag eine Skizze oder ein Bild kreieren würde, käme man auf nur 33.000 Werke. Darum, egal ob du nun unbekannt oder bekannt bist oder auf dem Weg dazu, im finanziellen Kunstkontext gilt tatsächlich, mehr ist mehr. Aber ich spreche hier von Originalen, nicht von Kunstdrucken oder sonstigen Kopien, denn man wird nicht von jemandes Kunst überschwemmt. Du gehst oder fährst nicht in der Stadt herum und siehst überall zum Beispiel Bilder von Tracy Emmons, da ein Bild an der Bushaltestelle und dort eines im Schaufenster und dann wieder ein paar im Kaufhaus. Nee, das gibt's nicht. Die künstliche Verknappung wie bei produzierten Luxusgütern gibt es in der Kunst so nicht. Man kann ja selber gar nicht so viel arbeiten, dass es ein zu viel an begehrten Originalen gäbe. Andererseits darf die Qualität der Arbeit nicht darunter leiden, denn das ist sehr oft sehr offensichtlich durchschaubar. Detailarbeit und Sorgfalt sind oft entscheidend für die Tiefe und den bleibenden Eindruck eines Werkes. Ein schnelles, aber oberflächliches Werk mag kurzfristig Aufmerksamkeit erregen, aber langfristig schätzen Sammlungen und Betrachtende eher Tiefe und Komplexität, die nur durch sorgfältige Arbeit erreicht werden kann. Daher ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und zu wissen, wo man am Werk schneller arbeiten kann und wann man sich Zeit für die Details nehmen sollte. Der Schnelligkeitsfaktor ist auch ein guter Helfer, wenn du dich in deinem Prozess oder Stil weiterentwickeln möchtest. Mit schnell meine ich hier nicht, dass man sich beim Arbeiten beeilen muss, sondern Motive und Materialien eher an der Oberfläche austesten sollte. Und dann später bei Nichtgefallen oder Stagnation rasch da und dort gewisse Aspekte ändern zu können. So kann es sein, dass man zum Beispiel mit einer klassischen Zeichenfeder auch nach 10 oder 20 Zeichnungen immer noch nicht warm geworden ist, Tusche aber trotzdem toll findet. Dann sollte man vielleicht auf eine Bandzugfeder oder Glasfeder wechseln und sich so weiter ausprobieren. Oder die Art der Tusche wechseln oder die des Papiers und so weiter. Dieses iterative Vorgehen macht man sehr oft im App-Design, wo man rasch Funktionalitäten ausprobiert und testet und dann wieder mit den neuen Erkenntnissen zurück in die Entwicklung geht. Und das so oft wiederholt, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist oder bis das Budget aufgebraucht ist. Wenn du also merkst und ehrlich zu dir bist, dass du mit einer Technik haderst, sei bereit, rasch loszulassen, um dir den nötigen Abstand für ein ehrliches Feedback selber geben und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen zu können. Und Abstand ist das Stichwort für den nächsten Punkt, die Bedeutung der Betrachtungszeit. Nach der Fertigstellung eines Bildes oder auch natürlich im Prozess selber ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, um es aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Diese Praxis, die man auch als Abstand nehmen bezeichnen könnte, ermöglicht es, das Werk mit frischen Augen zu sehen und neue Einsichten zu gewinnen. Oft werden Fehler oder Unstimmigkeiten erst nach einiger Zeit sichtbar. Ebenso können Stärken und interessante Aspekte, die einem während des Arbeitsprozesses vielleicht entgangen sind, weil man so fokussiert war, besser erkannt werden. Diese reflektierende Phase ist entscheidend für die endgültige Beurteilung und Verbesserung eines Werkes. Sie hilft uns, ein tieferes Verständnis für unsere eigene Arbeit zu entwickeln und fundierte Entscheidungen über mögliche Korrekturen oder Ergänzungen zu treffen. Diese Phase ist auf die eigene Person als auch auf das Werk bezogen sehr individuell und bei manchen reicht eine Nacht drüber schlafen aus, bei anderen vielleicht ein paar Tage oder gar Wochen. Ich persönlich finde die Betrachtungszeit essentiell und
Ganz, ganz wichtig. Ähnlich der Regenerationszeit für den Körper nach sportlicher Betätigung. Denn das ist die Phase, wo der Körper sich erholen und wachsen kann. Das Gleiche gilt für das künstlerische Schaffen. Ohne diese Zeit können wir uns und unsere Arbeit gar nicht genügend reflektieren und schlussendlich wachsen und uns weiterentwickeln. Aber die Pausen sollten nicht allzu lang sein, weil sonst der Trainingseffekt verpufft und wir zu viel Abstand zum Werk und dessen Intention bekommen. Dann ist vielleicht nicht mehr das gleiche Feuer da, um angemessen auf das Werk einzugehen und es effektiv voranzubringen. Plane deine Trainingseinheiten, deine Betrachtungszeiteinheiten relativ zeitnah ein. Um die vorher besprochene Betrachtungszeit ein bisschen zu verkürzen bzw. zu beschleunigen, kommen wir zum nächsten Punkt und das sind die Vorteile von schnellen Skizzen. Schnelle Skizzen sind nicht nur ein wertvolles Werkzeug in der künstlerischen Praxis. Ich benutze sie fast täglich im Grafikdesign, bei der Illustration oder bei Comics. Dort sind sie einfach nicht mehr wegzudenken, weil sie so unglaublich effektiv und effizient für die Komposition sind. Wichtig ist hier zu betonen, dass ich nicht von 1:1 Vorabskizzen für finale Werke spreche, also die großen da. Also nicht die Drunterzeichnung, welche dann zum Beispiel mit Tusche nachgezeichnet und final koloriert wird, sondern eher die kleineren Ideenskizzen, die vielleicht Briefmarken oder Postkarten groß sind. Ja? Solche, die man zur Ideensuche oder zur Kompositionsentwicklung nutzt. Sie ermöglichen es, Ideen schnell festzuhalten und den kreativen Fluss aufrecht zu erhalten. Diese Art des Arbeitens fördert die Spontanität und kann zu unerwarteten und innovativen Ergebnissen führen. Schnelle Skizzen helfen dabei, das Auge und die Hand zu trainieren, um Proportionen, Komposition und Dynamiken zu erfassen, ohne sich in Details zu verlieren. Sie sind auch eine hervorragende Methode, um sich auf größere Werke vorzubereiten oder neue Techniken auszuprobieren. Die lockere Herangehensweise an Skizzen kann den Druck nehmen und den Spaß und die Freude am kreativen Prozess betonen oder verstärken. Wenn du deine Skizzentechnik ein bisschen pushen möchtest, um vielleicht noch mehr weg von den Details zu kommen oder einfach um neue Ansätze zu entdecken, empfehle ich dir, ändere die Werkzeuge. Statt immer mit dem gleichen 0,5 Bleistift zu skizzieren, nimm eine Feder, einen Filzstift oder einen kleinen Flachpinsel. Mit einer etwas breiteren Spitze eliminierst du erstens unnötige Details und du kannst zweitens flächiger und kontrastreicher die Wirkung ausprobieren. Schnelligkeit ist auch beim nächsten Thema ein wichtiger Aspekt, nämlich unterschätzte Techniken und deren Zeitbedarf. Einige künstlerische Techniken erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, der oft unterschätzt wird. Die Ölmalerei ist ein gutes Beispiel dafür. Sie erfordert Schichtarbeit und lange Trocknungszeiten, die viel Geduld und Planung benötigen. Ebenso erfordern realistische Porträts oder detaillierte Landschaftszeichnungen oft Stunden, wenn nicht gar Tage oder Wochen akribischer Arbeit, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Ein weiteres Beispiel sind detaillierte Tuschzeichnungen, bei denen jede Linie präzise gesetzt werden muss, was extrem zeitaufwendig sein kann. Es ist wichtig, den Zeitaufwand für verschiedene Techniken realistisch einzuschätzen und entsprechende Zeitfenster einzuplanen, um ein frustrierendes Erlebnis zu vermeiden und qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen zu können. Das gilt auch dann, wenn du eine neue Technik ausprobieren oder deinen Stil weiterentwickeln möchtest oder planst, eine Bildserie in einer bestimmten Technik zu kreieren. Auch wenn dir vielleicht eine Technik, zum Beispiel Ölfarben, besonders gefallen, achte auch auf die zeitlichen Umstände rundherum. Vielleicht hast du nur 1 bis 2 Stunden Zeit unter der Woche und an Wochenenden sind deine Zeitfenster zerstückelt. Dann ist eine Technik, die eine gewisse zeitliche Vertiefung erfordert, vielleicht nicht die richtige. Oder du gehst sie einfach anders an, malst nicht allzu aufwendig und nur in kleinen Formaten. Bei Technik und Zeitbedarf lauert darum viel Frustration, wenn man denn etwas Schönes kreieren möchte. Das kann einem die Lust allgemein am Kunstschaffen vermiesen und man lässt es dann ganz sein. Das ist dann unendlich schade. Ja, was, du bist immer noch dabei? Dann gratuliere ich dir, denn das letzte Thema ist die Bedeutung von Geduld. Geduld ist eine der größten Tugenden für Kunstschaffende. Es erfordert Zeit und Hingabe, ein Werk zur Vollendung zu bringen. Dies schließt auch die Bereitschaft ein, sich selbst Zeit zu geben, um zu wachsen und zu lernen. Der kreative Prozess ist ein Marathon und kein Sprint. Wir alle haben unser individuelles Tempo und unsere Vorlieben. Was einem gefällt, kann trotzdem sehr lange brauchen, bis man es einigermaßen gut beherrscht. Ja, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Darum setz dich nicht unter Druck, sofortige Ergebnisse erzielen zu müssen, sondern gib dir und deinen Werken die Zeit, die sie benötigen. Zum Beispiel kann es hilfreich sein, ein Werk eine Weile beiseite zu legen und später mit frischem Blick darauf zurückzukommen. So wie im Punkt 3 zur Betrachtungszeit erwähnt.
Auch regelmäßige Pausen und das Pflegen von Hobbys und Interessen außerhalb der Kunst können neue Inspiration und Energie bringen. Letztendlich führt Geduld nicht nur zu besseren Kunstwerken, sondern auch zu einer nachhaltigeren und erfüllenderen künstlerischen Praxis, weil du mit dir als kreierende Person eher im Reinen bist. Wenn dir etwas noch nicht gelingen will, dann bist du einfach vielleicht noch nicht so weit. Geh es mit der nötigen Gelassenheit und Geduld an. Sei aber, und das ist essentiell, immer konstant. Bleibe dran und arbeite, wenn immer möglich, regelmäßig an deinen Werken. Inspiration und Erfolg kommen erst, wenn du an der Sache dran bleibst. In diesem Sinn danke ich dir fürs Dranbleiben und Zuschauen. Wenn dir die Inputs geholfen haben oder wenn du eine Ergänzung oder Frage hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Wenn du noch kein Abo hast, dann lass gerne eins kostenlos da. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg beim Kreieren deiner Kunst. Mach's gut, auf bald!